Hä, was soll das denn? Das passt ja überhaupt nicht. Na, das ist aber wirklich ein dicker Hund. Der Jonas sagt immer, oh, wenn ich mit der Führungsschiene säge, dann wird es perfekt. Und was ist? Ich säge und säge neben dem Schnitt. Erklär mir das, Winkler. Was soll das? Ist die Festzug-Führungsschiene vielleicht eigentlich mega scheiße? Oder gilt das sogar für alle Führungsschienen? Ist das nur ein Marketing-Gag? Nein, tatsächlich nicht. Es gibt nur eine ganz wichtige Sache, wenn wir mit solchen Führungsschienen arbeiten, worauf wir auf jeden Fall achten müssen. Und das will ich euch heute einmal erklären. Ganz wichtig, für den einen oder anderen ist das wahrscheinlich ganz, ganz normal. Aber es wird auch viele Leute geben, deswegen bekomme ich diese Nachricht, denen das überhaupt nicht klar ist, warum das jetzt hier so passiert ist. Wie funktioniert denn so eine Führungsschiene überhaupt? Das Prinzip einer Führungsschiene ist bei all solchen Sägen gleich. Die Säge kommt hier drauf, zack. Und dann können wir damit unsere Säge über das Material führen. Das ist wunderbar, denn so können wir auf jeden Fall gerade sägen. Und wir haben zum Ausrichten unserer Führungsschiene, um zu sehen, wo wir sägen wollen, diese Gummilippe hier. Aber genau die ist das Problem. Die Gummilippe schauen wir uns gleich noch mal etwas näher an. Das Problem fängt dabei an, was wir hier sehen. Ich habe zum Beispiel mehr als zwei Tauchkreissägen mit Schiene, aber wir haben jetzt zwei hier stehen. Eine TS75, die ich zum Auftrennen nehme, und die TS55 mit Kickback-Stopp, die mit Akku betrieben wird. Was ist jetzt das Problem, Jonas? Ist das nicht die gleiche Säge im Prinzip? Schreibt doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr schon wisst, was das Problem dabei ist. Denn ich nutze beide Sägen immer wieder mit genau den gleichen Schienen. Und da ist ja auch nichts Verwerfliches dran, denn beide Sägen sind ja für diese Schienen gemacht. Aber potzblitz, da ist ja tatsächlich ein Problem. Denn diese Säge hat ein deutlich dickeres Sägeblatt als diese hier. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Das Sägeblatt hier ist deutlich größer, weil die Säge deutlich größer ist. Und bei solchen Akkusägen sind die Sägeblätter in der Regel noch mal etwas dünner, weil wir dann weniger Leistung von der Säge brauchen. Aber was ist jetzt das Problem, Digga? Ich check's einfach nicht. Wir gucken uns mal an, wie das mit der Gummilippe funktioniert, indem wir eine völlig neue Führungsschiene nehmen und erstmal gucken, was ist denn der erste Schritt, wenn ich so ein Ding zum ersten Mal nehme. Wir haben jetzt hier zweimal exakt die gleiche Schiene. Das hier ist die alte, mit der wir gerade gesägt haben, und diese hier ist komplett neu. Was wir sehen, hier ist die Gummilippe viel, viel, viel kleiner und abgesägt, und hier ist sie ganz, ganz neu. Denn wenn wir so eine Schiene neu haben, müssen wir die Gummilippe erstmal einmal einsägen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben unsere neue Schiene jetzt eingesägt. Das heißt, wir haben jetzt bei dieser Schiene mit dieser Säge den absoluten Startpunkt unseres Sägeblattes. Das heißt, wenn wir jetzt gleich, so wie eingangs, die Schiene perfekt anlegen und dann sägen, dann sägen wir genau da, wo wir sägen wollen, weil wir Schiene und Säge aufeinander abgestimmt haben. Perfekt. Potzblitz. Jetzt passt es ja. Denn wir haben, wie ich ja gerade schon gesagt habe, Säge und Schiene aufeinander abgestimmt. Und habt ihr es jetzt schon erraten? Was ist das Problem? Ich bin ganz ehrlich, es sind mehrere. Also, zuallererst mal habe ich ja schon gesagt, ich nutze zwei verschiedene Sägen vom selben Hersteller. Trotzdem ist es so, dass die beiden vom Abstand her zur Schiene schon 1 mm Unterschied haben. Das ist schon blöd, wenn die eine 1 mm weiter rechts sitzt als die andere. Dann passt unsere neue Gummilippe leider nicht zur TS75. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Es gibt für diese Sägen ganz viele Sägeblätter. Und wenn ihr zum Beispiel bei Festool guckt und da die Sägeblätter bestellt, dann haben sie für diese Säge alle den gleichen Zahnabstand bzw. Zahnbreite. Das heißt, alle Zähne sind gleich breit. Das bedeutet, die Schiene passt. Nehme ich jetzt ein Sägeblatt, wo die Zähne breiter oder schmaler sind, auch dann passt die Schiene leider nicht. Das heißt, wir müssen relativ viel bedenken. Logisch ist ja erstmal, das Sägeblatt sitzt in jeder Säge immer gleich auf der Welle und wird, wenn nur nach rechts, also von der Welle weg, breiter. Aber wir müssen halt nicht nur das Stammblatt bedenken, sondern auch die Zähne. Also macht es sehr viel Sinn, immer in einem System zu bleiben. Ich sage es nochmal, es geht jetzt nicht um Festool in diesem Beispiel. Das gilt für alle Sägen und das ist auch das Problem.
Ich habe jetzt zwei Festool-Sägen und habe da schon einen Millimeter Unterschied. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Festool-Säge und eine Makita-Säge habt, kann es sein, dass der Unterschied noch viel größer ist. Und das Problem ist dann das folgende. Wenn ich jetzt zum Beispiel die TS75 hier drauf setze, mit einem Millimeter mehr Abstand und einem anderen Sägeblatt, dann sehe ich, oh nein, meine neue Schiene passt nicht. Denn wenn ich jetzt mit der TS75 hier durchsäge, dann säge ich wieder was von der Lippe ab. Das ist nicht schlimm, die Schiene passt dann halt nur nicht mehr zur TS55. Und das ist blöd, weil dann können wir nicht mehr präzise anlegen und sägen. Es gibt aber einen Tipp, wenn ihr jetzt komplett vergessen habt, was habe ich mit dieser Schiene eigentlich gesägt und welche Säge passt dazu? Es gibt diese Gummilippen zum Nachkaufen und auch das gilt für alle Schienen. Und das ist sehr, sehr schlau, denn so könnt ihr eure Schiene sozusagen nochmal nullen, dann auf eine Säge einstellen und dann so wie ich hier einfach draufschreiben, welche Säge das ist. Sinnvoll wäre noch draufzuschreiben, welche Zahnbreite man hat. Und ich sage es auch nochmal ganz wichtig, selbst wenn euch das egal ist und ihr das nur für den groben Zuschnitt nehmt, diese Gummilippe hat den Effekt, dass der Ausriss minimiert wird. Das geht aber nur, wenn die Gummilippe zur Säge passt. Und das ist tatsächlich das große Thema. Ich glaube, dass das vielleicht vielen von euch schon lange, lange klar war. Aber das ist tatsächlich etwas, auf das man achten muss. Welche Säge benutze ich mit welcher Schiene? Und wenn ich immer nur die gleiche Säge benutze, gilt trotzdem, welches Sägeblatt benutze ich und wie breit sind die Zähne? Also, ich hoffe, dass euch das hilft, denn mit einer solchen Schiene kann man ganz wunderbar Sachen zuschneiden, wenn Schiene und Säge denn zusammenpassen. Also, lasst doch an dieser Stelle gerne ein Abo da und sagt mir, mit was für einer Handkreissäge oder Tauchkreissäge sägt ihr eigentlich und braucht ihr überhaupt eine solche Führungsschiene? Lasst mich das gerne wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ich brauche einen Stift. Und schreibe hier 1,8 mm. Das ist die Zahnbreite, ne?